willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar geht es heute um das wunderschöne Thema Tempolimit 130 km/h auf Autobahn. Da kann ja jeder was von halten, was er möchte, ne? Aber es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen, die man mal gehört haben muss, damit man an der Diskussion irgendwie teilnehmen sollte, ne? Weil das kann doch nicht sein, dass jemand, der gar keine Ahnung hat, die Meinung zählt genauso viel wie meine Meinung, so. Das nervt mich irgendwie so. Deswegen will ich jetzt mal ein paar Sachen ansprechen, die jeder mal grundsätzlich gehört haben sollte, bevor wir darüber reden. Und ich habe mich jetzt nicht lange auf das Video vorbereitet, halbe Stunde, weil ich das in der Knieschleifergruppe gelesen habe und ich dachte so, Mann, ey, was steht da immer alles für ein Quatsch? Aber was ich weiß, ist immer noch eine ganze Menge mehr, als was die Leute da wissen. Das ist einfach so. So, wir gucken uns als allererste Stand in der Knieschleifergruppe. Ja, die meisten Leute im Durchschnitt fahren ja nur 122 km/h. Alter, das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit. So, wenn einige 150 fahren, die anderen fahren 80 und das pendelt sich dann irgendwie bei 122 rein, statistisch. So, das heißt ja trotzdem, wenn jetzt die 150 fahren, nur noch 130 fahren würden und die anderen fahren immer noch ihre 80, dann sinkt auch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das war doch kein Argument. Keine Ahnung, hat keiner drauf reagiert. So, das ist das Erste, was wir abgehakt haben. Also, kein Argument, aber irgendwie hat das keiner gerallt in der Gruppe. Jetzt finde ich mal wichtig zu verstehen, wie sich überhaupt dieser Fahrwiderstand zusammensetzt, weil der hatte das eigentlich in die Gruppe reingeschrieben, weil er meinte, Umweltbundesamt sagt, Fahrwiderstand setzt sich zusammen oder nimmt ab, wenn wir weniger fahren, so meint das Umweltbundesamt das, also wenn wir nur 130 fahren, haben wir einen geringeren Fahrwiderstand. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, ne? Wir gucken uns jetzt mal den Fahrwiderstand an. So, der Fahrwiderstand, ne, das solltet ihr alle mal gehört haben, setzt sich zusammen aus einem Rollwiderstand, ein Luftwiderstand, ein Steigungswiderstand und ein Beschleunigungswiderstand. Das bedeutet, Steigungswiderstand und Beschleunigungswiderstand gehe ich als erstes eben drauf ein. Das heißt, wenn wir einen Berg hochfahren, verbrauchen wir mehr Sprit, ne? Ja, leuchtet uns allen ein. Will ich aber nicht weiter drauf eingehen, weil wir in der Regel auch wieder einen Berg runterfahren. Das zweite ist Beschleunigungswiderstand. Wenn ich eine Strecke von 100 km zurücklege und ich fahre die ganze Zeit 100 km/h konstant, ne, ich beschleunige einmal auf 100, fahre jetzt mit 100 km/h durch, dann ist das ja wohl was anderes, als wenn ich immer bis 100 beschleunige in den ersten zwei Gängen und dann lasse ich mich wieder rollen bis 50 km/h und baller wieder auf 100 hoch. So, dann wird der Spritverbrauch steigen, das wissen wir auch alle. Ne? Das ist der Beschleunigungswiderstand, will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Worauf ich eingehen will, sind diese beiden Sachen jetzt. Das ist der Rollwiderstand und der Luftwiderstand. Ne? Die habe ich jetzt nur rausgezogen. Jetzt gucken wir uns mal an, woraus die sich zusammensetzen. Es wird spannend. So. Masse mal Beschleunigung mal ja, Rollwiderstandskoeffizienten ist der erste Part hier, ne? So, oh, wir sehen, es ist massenabhängig, oh Wunder. Ja, das heißt, wenn wir einen fetten SUV fahren, der 2 Tonnen wiegt, dann verbraucht er wohl ein bisschen was anderes als ein Kleinwagen. Und ein Motorrad noch weniger, weil ein Motorrad wiegt irgendwie um die 200 Kilogramm. Gut, dann ist das schon mal massenabhängig. G, also Beschleunigung, Erdbeschleunigung, können wir sowieso nichts machen. So, und ein Rollkoeffizienten, auch erstmal unwichtig. So, das heißt aber, das Erste, was wir jetzt schon mal gemerkt haben, es ist massenabhängig. Das heißt, je schwerer ein Auto ist oder ein Fahrzeug ist, desto mehr CO2 wird rausgeschleudert. So, jetzt gibt es eine andere Motorisierung, bla bla bla, wissen wir alles. Das gilt aber erstmal grundsätzlich. Dann gehen wir weiter. Jetzt gucken wir uns den Luftwiderstand an. So, der ist ro halbe, bedeutet, der ist auch von der Dichte abhängig. Das bedeutet, wenn wir jetzt mit dem Auto durchs Wasser fahren, ne, dann ist das ja wohl anstrengender für den Wagen oder der verbraucht mehr Sprit, als wenn er durch die Luft fährt, oder? Ja, wissen wir auch alle. Oder bei Regen, das heißt, bei Regen verbrauchen wir auch mehr Sprit. Nein, das ist jetzt alles nur hier aerodynamisch betrachtet. Von wegen, wie wir durch Turbolader nochmal die Effizienz des Motors steigern können und so weiter. Das ist erstmal unwichtig. Es geht jetzt nur mal um hier die Fahrwiderstände. Das heißt, er ist auch von der Dichte abhängig, können wir eh nichts machen. Gut, unwichtig. Dann haben wir einen CW-Wert. Der CW-Wert beschreibt einfach, wie aerodynamisch ein Fahrzeug geformt ist. Das bedeutet, wenn ich ein Fahrzeug mir angucke von der Seite und das hat so eine Fläche von vorne und die Luftpartikel kommen hier an und knallen hier gegen die Wand, ne, dann ist das nicht gut aerodynamisch geformt. Das bedeutet, der Wagen verbraucht mehr als ein Fahrzeug, was? Das ist nicht größer, das ist nur, ich habe es jetzt größer gemeint, damit ihr das erkennt. Ne, das sind die beiden Reifen, wir gucken von der Seite drauf. Wie ein Fahrzeug, was so geformt ist, ne? Da können die Partikel schön umströmen, dann haben wir hier noch, muss das nach hinten auch noch weiter geformt werden und so weiter und so fort. So, das ist der CW-Wert. Das heißt, wenn ich so einen Panzer fahre und der hat voll den scheiß CW-Wert, weil der einfach nur gut aussehen muss, dann, ne, verbraucht der mehr Sprit. Ist meistens bei den
Ja, ist meistens bei den SUVs schon so, weil die so eine fette Fläche haben, ne? So eine fette Stirnfläche. Beim Motorrad, Supersportler, wisst ihr auch, hat einen besseren CW-Wert, ne? Weil die Schnauze in der Regel so geformt ist. Und beim Naked Bike haben wir meistens einen Scheinwerfer und das ist halt auch nicht so geil geformt. Und wenn wir dann noch den Fahrer dazu nehmen, der da so aufrecht gegen sitzt, der denkt dann auch nochmal, ne, das ist nicht so geil. Meistens haben wir dann hier sogar noch Verwirbelung. Scheiß CW-Wert. So, ne? Aber könnt ihr euch merken, wenn eine Fläche ungefähr so geformt ist, ne, von vorne mal guckt so drauf und dann können die Partikel da schön umströmen. Guter CW-Wert, gut für die Umwelt, sieht aber meistens scheiße aus. Deswegen fährt das keiner. Gut, ne, wissen wir jetzt aber. CW-Wert. So, und dann kommt die Fläche ins Spiel. Das heißt, je größer die, man sagt die Schattenfläche, aber wir können wieder einfach von der Seite rauf gucken. Wenn ich jetzt einen Kleinwagen fahre, ne, der irgendwie hier so eine Schnauze hat und dann geht der hier so ein bisschen hoch, tak, 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 so, das war's. Lassen wir einfach so, ne? Dann ist, wenn wir da jetzt eine Lampe aufstellen, so und gucken, wie der Schatten sich hier ist, ist das die Schattenfläche, also einfach die Fläche. Wenn wir jetzt natürlich einen SUV fahren, der deutlich größer ist, ne, dann haben wir ja das hier schon mal an Fläche mehr. So, ist flächenabhängig der Fahrwiderstand, das heißt, der verbraucht mehr. Ein Motorrad, was sehr klein ist, verbraucht weniger, ne? Möglichst kleine Frontfläche. So, wissen wir jetzt auch. SUV wieder scheiße, Kleinwagen gut. Warum fährt keiner einen Kleinwagen? Ach, wegen der Optik und wegen dem Statussymbol. Aber das spielt ja bei der ganzen Debatte keine Rolle. Okay, so, und das Schöne ist bei diesem ganzen, ja, Term, der geht quadratisch rein. Also das ist jetzt die effektive Geschwindigkeit, weil wenn wir ein bisschen Rückenwind haben, ne, wir haben 20 km/h Rückenwind und wir fahren mit 100 km/h, haben wir eine effektive Geschwindigkeit von 80 km/h, die wir da jetzt reinnehmen müssten. Aber das Schöne ist hier, das geht quadratisch rein. Ne? Das bedeutet, mit jedem km/h geht das Ganze zurück. Das heißt, wenn wir jetzt statt 180 nur 130 km/h fahren würden, dann wird das rein luftwiderstandstechnisch eine ganze Menge bringen. Aber an der Stelle noch eine Frage. Wird das von 130 auf 100 nicht auch genauso viel bringen? Oh ja, und von 100 auf 70 auch. Oh ja, und von 70 auf 50 auch. Ach ja, weil das ja immer quadratisch reingeht und weil die Formel sich nicht ändert. Genau. So, das heißt, da muss man irgendwie schon weiterdenken. Das, warum die 130? Warum machen wir nicht gleich 30 km/h auf Autobahn? Naja, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Also da verstehe ich die ganze Vorgehensweise nicht. Natürlich ist die pauschale Aussage richtig. 130 km/h statt 190 km/h bedeutet im Endeffekt weniger Luftwiderstand. Ne, gerade dieser Luftwiderstand ist wichtig, weil der geht quadratisch rein. Alles, was linear reingeht, ne, dafür sind wir auch schneller am Ziel. Also ist das scheißegal. So, das hier, der Luftwiderstand. Ne, große Stirnfläche, scheiß CW-Wert. So, das ist alles Kacke. Merkt euch das, ne? Wie das Auto geformt ist und wie groß das Auto ist von der Fläche. Das ist scheiße. Und eine große Masse ist auch scheiße. So, dann haben wir das soweit geklärt. So, was haben wir? Genau, das haben wir jetzt auch schon abgehakt. Genau, CO2, das geht ja die ganze Zeit um CO2. Wir atmen, ne? Das heißt, wir erzeugen CO2. Und wenn ich Sport mache, erzeuge ich noch mehr CO2. Ja, das ist auch CO2. Da redet aber auch kein Schwein drüber. Aber das liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass die Leute auch gar keine Ahnung haben. So, jetzt nochmal eben was Grundsätzliches. Anteil Verkehr an den gesamten, jetzt will ich nicht lügen, ich gucke nochmal ganz kurz nach, ganz gesamten Treibhausemissionen, nee, nur die Kohlendioxid, CO2, da ist der Anteil des Verkehrs bei 16, 2013 gewesen, also 16%, 2019 bei ungefähr 18%, da, ne, weiß ich ja nicht, wie viel die Statistiken lügen oder nee, ob das stimmt, egal, 16, 18%, irgendwas um den Dreh. Wichtig ist beim Verkehr aber, da ist meistens auch noch der ganze LKW-Verkehr mit drin, ne? Und ich glaube sogar Flugverkehr ist da auch noch mit drin und ich meine sogar Schiffverkehr ist da auch mit drin, weil das zählt alles zu Verkehr, ne? Das sind nicht nur Autos. Gut, haben wir das geklärt. Dann Anteil Deutschland, habe ich auch hier was eben rausgesucht. Wir können das mal kurz gucken, weil das wird auch immer als Argument genommen. Die Entwicklung des CO2-Ausstoßes weltweit, das ist ungefähr so eine Kurve. Wisst ihr? Das geht richtig ab. So. Dann haben wir in Deutschland, ich habe ja keinen Platz auf dieser Scheißtafel. So, in Deutschland haben wir ungefähr seit 1990
so eine Entwicklung. Also es geht insgesamt runter, ne? Ich rede jetzt hier erstmal gesamt, nicht nur vom Verkehr. So, das waren jetzt zwei gesamte Kurven. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, in Deutschland leben auch nicht so viele Leute, ne? Mir geht's nicht darum, dass ich jetzt sage, oh, voll die Schwach sind scheiße, oder, ne? Mir geht's nur darum, wenn man Argumente formuliert, dass sie Sinn machen müssen. Ne? Und nicht irgendwie so eine Schwach sind scheiße. Man kann jetzt ja nicht sagen, oder vielleicht doch, da muss man sich näher mit befassen, ja, in Deutschland geht's ja runter, wir machen alles richtig. Andere Leute ziehen dann nämlich die Statistik hervor, dass man sagt, was haben wir denn überhaupt pro Kopf an CO2-Ausstoß, an Tonnen? Und da haben wir in Deutschland pro Kopf ungefähr, habe ich irgendwo mal, ja, die Quellen habe ich jetzt keinen Bock, deswegen blende ich euch die Bilder nicht ein. Das sind 8,7 Tonnen pro Kopf ungefähr im Jahr. Was haben wir jetzt so ein niedriges Land? Hier, genau, China zum Beispiel. China, die erzeugen zwar richtig, richtig viel CO2, pro Kopf ist das aber nur 7,42. So, jetzt kann man darüber diskutieren, wer darf jetzt, sollte man das pro Kopf oder nicht pro Kopf betrachten, weiß ich nicht genau, müsst ihr selber entscheiden. Wisst ihr jetzt ungefähr, ne, China erzeugt zwar richtig viel CO2, aber pro Kopf wieder weniger als wir. So, das haben wir auch geklärt, ne, so, da ist die Entwicklung, so, Hochrechnung, ach ja, genau, wegen diesem Sport und sowas. Ich habe die leider nicht mehr bekommen, oder ich habe die bis jetzt noch nicht bekommen. Bei uns hat mal ein Professor gesagt, ihr müsst euch mal überlegen, wenn jemand 100 Kilometer zu Fuß irgendwo hinläuft, ne, dann verbraucht er Energie. Die Energie muss wieder aufgefüllt werden. Ne? Das heißt, wir müssen was essen. Und dann gibt es Überlegungen, dass man sagt, okay, wie viel CO2 entsteht überhaupt bei der Entstehung des Essens, kann man das so sagen? Das heißt, wenn wir jetzt eine Kuh großziehen müssen, erzeugt die ja auch CO2. Ne? Dann muss die irgendwo hingeliefert werden, bla bla bla. So, und das heißt, pro Kilogramm Kuhfleisch, ne, wird so und so viel CO2 erzeugt. Das bedeutet, wenn wir dann 100 Kilometer zurückgelegt haben und wir fressen Kuhfleisch alleine, ne, also wir essen dann Kuhfleisch, dann sagen wir mal, wir haben dann, oh, da habe ich überhaupt kein Bauchgefühl für, da kann ich nicht so aus dem Kopf sagen. Dann haben wir im Endeffekt durch unsere Zunahme des Dingsens, Essens, das, was wir geatmet haben in der Zeit, das haben wir jetzt mal rausgelassen, durch unser Essen haben wir auch CO2 ausgestoßen, ne? Indirekt, weil das ja für uns produziert werden musste. Und dann gibt es Überlegungen, deswegen müsste man das nochmal nachgucken. Bei Fleisch ist natürlich ein anderer CO2-Wert als bei Gemüse oder sowas. Der hat ja zu uns gesagt, wenn ihr zu zweit im Auto sitzt und diese 100 Kilometer zu zweit im Auto zurücklegt, ist das besser im Auto, weil das Auto verbraucht weniger CO2, als wenn ihr zu zweit oder zu viert alle zu Fuß dahin lauft, euch danach den Pansen vollschlagt mit schönem Kuhfleisch, dann ist das CO2 schädlicher, als wenn ihr zu viert alle zusammen im Auto dahin gefahren werdet. So, das, ne, versteht ihr das? Für mich war das ganz schön erschreckend, als ich das gehört habe. Gut, so, jetzt nochmal ein paar Sachen zur Sicherheit. ist das sicherer, langsamer zu fahren? Ja. Ja. Warum? Warum fahren wir, warum 130, warum nicht 100, warum nicht 70, 60, 50, 30? Je langsamer wir fahren, desto weniger CO2 stoßen wir aus und desto höher ist unsere... Weil in der Regel ist das ja so, dass das persönliche Empfinden unterschiedlich ist. Jemand, der jedes Wochenende auf der Nordschleife ist und der Chillemille auf der Autobahn 150 km/h fährt, so, der reagiert ganz anders, weil er ganz andere Reflexe, ganz andere Sicht für den Verkehr hat, und das ist nicht irgendwie ein dummes Gelaber, das ist so. Ihr müsst mal bei einigen Leuten mitfahren im Auto, die sind total überfordert, wenn die auf der Autobahn überholen. Ne? Die fahren nur ihre 100, 120, weil die sich nicht mehr trauen. So, deswegen, so, die Leute, die 100 km/h fahren sollen, wollen, die sollen 100 km/h fahren, und die Leute, die schneller fahren sollen, ne? So, es fährt ja keiner 300 km/h, der Angst hat davor, oder? Also ich würde das nicht machen. Ich würde das nur machen, wenn ich mir das zutraue und wenn ich das einschätzen kann.